Hallo, herzlich willkommen in der BioGreen Academy. Hallo, auch von mir. Hier haben wir heute mal ein Insektenhotel stehen. Und ganz viele Blumen. Es geht heute um Insekten und Bienen in Garten und Gewächshaus. Genau. Ja, heute das große Thema Insekten und Bienen. Anna, warum ist das überhaupt so wichtig? Warum brauchen wir unbedingt oder sollten so viel wie möglich Bienen in den Garten bekommen? Man hört ja sehr viel, dass wir zu wenig Bienen haben. Und ich sage jetzt mal, wir wollen ja auch was davon haben. Wir wollen ja schöne Ernte oder überhaupt eine Ernte. Ist essentiell, ja, tatsächlich. Ich habe im Biologieunterricht aufgepasst. Gibt es denn irgendwas, was wir speziell tun können, um die Bienen ja in gewisser Weise anzulocken? Speziell die Insektenhotels sind ja eigentlich eher für Wildbienen, habe ich gelesen. Ja, das habe ich auch neulich gelesen, das stimmt. Von daher gesehen, und da gibt es ja auch so wahnsinnig viel, was man da beachten muss. Wir haben jetzt hier ein sehr schönes Bienenhotel, was zufälligerweise auch empfohlen wird von der Art und Weise, wie es aufgebaut ist. Weil da liest man ja viel mit Ziegelstein und so weiter und so fort und Tanzapfen. Was da alles drin ist, soll man ja eigentlich nicht machen. Aber was kann man darüber hinaus noch tun? Gibt es überhaupt Möglichkeiten, Bienen anzulocken? Also Bienen anzulocken, natürlich. Man kann die mit Blumen anlocken, die von der Farbe eigentlich bunt sind. Oder man kann die auch mit Kräutern anlocken. Okay. Aber die sehen ja jetzt nicht so unbedingt aus, als würden sie jetzt besonders farbenprächtig blühen. Aber nee, aber das ist der Duft. Ach, also, der Duft. Ah. Genau. Der spielt also anscheinend auch eine Rolle. Der spielt auch eine Rolle, richtig. Ich sehe da die ganzen Samen schon. Genau. Steht bienenfreundlich drauf, wird bienenfreundlich sein. Wo kann ich die überall anpflanzen? Beim Zierkürbis, klar, da ist wahrscheinlich eher das große Hochbeet zu empfehlen. Aber wie sieht es mit den anderen Sachen aus? Also Sonnenhut oder Kapuzenkresse, die könnt ihr auch schön hier in unsere Hochbeete pflanzen. Auf dem Balkon. Terrasse optimal. Der Kapuzinerkresse, da gibt es, glaube ich, so ein paar Einschränkungen, was den Standort angeht. Genau, oder? Die mögen nicht die komplette volle Sonne. Ja, das kann man ja sicherlich mit dem Hochbeet dann den Standort variieren, dann, wenn man nicht gerade so ein großes hat, sondern eben so ein kleines wie wir hier oder gerade den Blumenwagen, der sogar noch Rollen hat, da kann man sicherlich den Standort individuell dann anpassen. Genau. Bei der Gelegenheit, die ganzen Produkte, die wir heute zeigen, könnt ihr unten in der Videobeschreibung, habt ihr die direkt links im Shop und könnt dann direkt bestellen. Aber wir wollen ja nicht nur verkaufen, wir möchten diese Woche tatsächlich auch mal was verlosen. Und zwar die vier Samen. Die möchten wir verlosen und dazu gibt es noch, den habe ich hier bei mir, das ist die Bio-Pflanzenerde, den müsst ihr noch anmischen mit Wasser und so weiter und so fort. Da habt ihr ein gutes Paket, gutes Starterpaket. Schreibt es unten in die Kommentare, Stichwort Blume oder was nehmen wir jetzt? Bienenblume, nehmen wir einmal Bienenblume. Was Besseres fällt jetzt gerade nicht ein. Stichwort Bienenblume und dann habt ihr die Chance, dieses Paket zu gewinnen. Wenn ihr natürlich Fragen habt oder generell Anmerkungen oder irgendwelche Wünsche, einfach unten in die Kommentare reinschreiben. Die Anna oder wir, das ganze Team, das liest das natürlich auch und versuchen da entsprechend auch darauf zu antworten. Nehme ich mal an. Ja. Ja, das machen wir. Wir geben unser Bestes. Wir geben unser Bestes, weil wie gesagt, wir sind auch für Anregungen sind wir natürlich offen, für Kritik natürlich auch. Und da würde ich sagen, verbleiben wir bis zum nächsten Mal und sagen tschüss.